Kapitel 4: Rosige Wangen, graues Haar. My friend, it's not gold, but it has happened for you. Gold in my ass. My bones are cracking from lugging this load. Step it up. You gotta catch that feast on time. Hear me out. They say that hag has a quirky ways. Eat Caesar's wedded mate, then devour him. Once our lady brought her a wedding gift, a mirror. The past echo. Which? The past echo. The lady often speaks of it with regrets. I wonder why. Let me finish, will you? The hag got the mirror and looked into it, and for no reason at all, she threw it away. That soured our lady's mood. She stopped visiting since then. Gibbering and jabbering. Couldn't even catch a wink of sleep this whole time. What? Who's in there? How dare you spoil the gift from her? Who does? To find peace these days. Hey, lovely. Why don't you come down and join us? Leaving so soon? Why the shyness? Ich glaube, unser Freund sollte nicht so weit den Mund aufreißen. Okay, herzlich willkommen in Kapitel 4, liebe Freunde. Und die gute Dame ist einfach so verschwunden. Hier auf jeden Fall nicht. Hier können wir auf jeden Fall noch was mitnehmen. Have some patience. Okay, da vorne ist auch wieder was. Lang Shi sind wir. Aber. Junge, Junge, Junge. Ah, diese Mistviecher. Ein Schrein würde mir jetzt sehr gut gefallen. Heiligsblechle. Hier haben wir ja schon wieder geile Gegner. Kommt ja wieder richtig Freude auf. Oh, da ist noch so einer. Holen wir die nochmal da runter, ne? Zeigen die mal, wer den längeren hier hat. Kämpfen wir jetzt schon wieder gegen den nächsten? Ich wollte eigentlich, Geistessenz haben. So, vielen Dank. Die Geistessenz gehe ich jetzt trotzdem noch holen. Haben wir denn da? Oh. Also wenn wir nicht angreifen können, ist das schwierig. Hier. Ging ihn halt leider nicht wirklich unter Kontrolle hier, den Kollegen. Ja.
Und noch einer, direkt der nächste. Also hier das Gebiet gefällt mir schon mal gar nicht. Das ist super nervig, ey. Würde halt wirklich gerne erstmal hier ein bisschen sammeln und vor allem einen Schrein finden. Das wäre ganz toll. Die Frage, wollen wir hier weiter? Ich glaube nämlich eher nicht, ne? Spiel, könntest du bitte einfach mal meine Skills aktivieren, wenn ich sie aktivieren möchte? Dankeschön. Die reagiert nämlich wieder richtig toll. Wunderbar. So, da ist noch irgendwer, der uns wahrscheinlich hart gefährlich wird. Ja, da hinten kommt auch wieder einer. Okay, er greift jetzt wirklich an und wir haben da hinten noch den Typ mit dem Gift geschossen, alles klar. Ich mache erstmal hier einen flinken Harry und mache mich erstmal auf weg. Super nervig. So, ich hoffe, wir können die jetzt nochmal despawnen oder so. Wäre schön. Da gehen wir dann auf jeden Fall später hin. Jetzt ohne Save Point will ich das eigentlich nicht riskieren. Okay, schön. Wir werden hier direkt hart hingerichtet, Junge. Denn unser Freund jetzt hin? Ah, da ist er ja wieder. Also gegen mehrere Gegner gleichzeitig ist immer sehr schwer. Und vor allem, wenn man in Stunlock kommt. Lass mich doch wegrollen, Junge. Digga, das Spiel, Junge. Das ist so... Digga, es ist manchmal echt ätzend. Macht manchmal keinen Spaß, ne? Ich sag ehrlich. Lass mich doch mal hier weg, Junge. Gott. Junge, wenn man dann immer so eine Stunde gestunt wird, da verliert man echt auf jeden Fall den Spielspaß, sage ich ganz ehrlich. Auf Dauer nervt das. Weil es passiert halt auch öfter. So, wenigstens konnten oder durften wir uns mal wehren. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier, ja, nicht weiterkommen und hinten schon richtig waren, ne? Kann das sein? Oh Mann. Ohne was zu heilen, ist das aber sehr bescheiden. Wir dann doch hier vorne weiter müssen. Gefällt mir jetzt gerade nicht so. Aber lässt sich scheinbar nichts dran ändern. Alles klar. 10.000 Gegner. Warum auch nicht? Und noch so einer, alles klar. Kümmer dich mal um ihn, Junge. So, wir versuchen ihn ab und zu mal zu stunnen hier. Komm schon.
Aber das hat gut funktioniert. Jetzt haben wir immer noch das Problem, dass wir da vorne den Dicken haben und noch den, der die Pfeile schießt. Okay, den haben wir jetzt nicht mehr, den Kollegen. Alles klar. Können wir denn hier einfach so durch? Ja, das können wir. Ah, da vorne ist auch der Schrein. Okay, dann wollen wir uns doch mal hier weiter umgucken und dem Kollegen da vorne direkt schon mal eins auf die... Egal, der redet ja schon wieder. Ja, vergiss es, mein Freund. Wir holen dich jetzt erstmal schön da runter. Nice. So, und wir machen uns jetzt da rein. Mal gucken, wer oder was da auf uns wartet. Let me fix you up a little. Oh, guck mal, wir sind ja richtig schön geworden. Wir sehen ja richtig gut aus. Nice. Ah, welcome, good sirs. The feast is all set. Please come in and be our guests. Wurden wir etwa doch durchschaut? Kann das sein? Gentlemen, you're fashionably late. Is your lady not joining us again this time? Our lady prefers not to be seen in the lower realm. But she's been thinking of you all and sent this small token. She hopes your lady will recover soon. And pay her visit up there. Oh, it's a pity she didn't come. Or she would certainly enjoy a splendid show we've prepared for her. But now, the gift's gone and blood's been shed. I say, you two should take the fall. We're just servants, madam. What's the jest? Zhu Ba Jie. I know you find your look embarrassing, but why hide from my mother with another pig face? Rude girl. Don't you know I'm a pious Buddhist? Give me your mother's name, and I'll check my list. You heartless ass. After you ruined her house and her reputation, you're telling me you don't remember her. Reputation? Yao Guai's care about reputation. All she cared about was lust. Now I know. You're one of her spiderlings, aren't you? Well, well. Your rudeness is forgiven. Show some respect. Maybe I'll kindly pay your mother a visit. Visit or not, I'm afraid that is not your call. Okay, die zweite Schwester erwartet uns. Oh, ist die aber richtig sexy, meine Damen und Herren. Dann wollen wir die zweite Schwester doch mal... Wow, holy moly, was ist denn da los?
Die bekommt uns hier ja richtig hart, ha? So, jetzt zeigen wir der zweiten Schwester aber mal, wer hier der Affe im Ring ist. Okay, wir konnten sie wohl nicht da holen. Schade. So können wir sie nochmal ganz kurz demobilisieren. Bam. Okay, da kriegt sie schon mal ordentlich eins auf die blöde Schnauze. Wir holen unsere Monkey Friends. Mal hier schön in die Ecke getrieben. Diese Miese. Und dann wollen wir ihr da mal richtig einheizen. Die brennt bestimmt richtig gut, Junge. So richtig schön lichterloh und Flamme. Na komm. Ausweichen für die Superattacke. Easy peasy. Guck mal, da schmilzt ihr Leben doch unter dem Einsatz des Feuers, Alter. Und da haben wir die zweite Schwester auch schon erledigt. Nice. And maybe I'll spare your foolish life! Truth is, the thing you seek is right here in the hollow. Flee now if you're too scared to come in. Scared my hoof! I'll destroy this rotten hole right now! Let's see where else you'd build your lair! Okay, geil. Da haben wir also das Spinnenvieh erledigt. Wir haben alle 8 Beine so lange malträtiert, bis sie aufgegeben hat. Oh, hier ist aber schön. Guck mal hier, schöner Garten. Wenn man den pflanzt, dann noch hier so den ein oder anderen Rosenbaum hin. Oh, das wäre echt geil. Na gut, gucken wir erstmal, was es hier noch so gibt. Guck mal hier. Kriegen wir erstmal wieder ein bisschen was. Das gefällt mir gut. Und es wird, oh geil, maximales Leben. Nice. Es wäre schön, wenn das auch aufgefüllt werden würde in der Zeit. So, wo kommen wir denn hier weiter? Hier wollen wir auf jeden Fall das hier schon mal sammeln. Oh, wäre schön gewesen, wenn wir jetzt hätten einfach da hochgemusst oder so. War denn hier sonst noch was? Die Köpfe können wir mal mitnehmen. Naja, dann ab ins Loch.